Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr. Vielen Dank. Danke sehr und einen schönen guten Abend bei Stimmt's. Und bei Stimmt's geht's um kuriose Gegenstände. Ich habe hier gleich einen ganzen Arm voll. Ich nehme an, Sie kennen diese Dinger. Vielleicht kann man das auf die Entfernung nicht sehen. Das ist ein Geschenk vom Springer Verlag, genauer gesagt von der Bild-Zeitung. Das lasse ich einfach mal fallen. Es sind diese Anführungszeichen, die auch liebevoll Tütelchen genannt werden. Auf die hat man seit kurzem verzichtet. Ansonsten wäre ich nämlich noch der sogenannte Moderator aus der sogenannten DDR gewesen. Die brauchen wir jetzt einfach nicht mehr. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der sich darüber freut, dass wir die nicht mehr brauchen. Jetzt freue ich mich auf meinen ersten prominenten Gast und jetzt kommt gleich die Frage, sind Sie der Glöckner von Notre Dame? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Aber Sie waren mal ein Engel auf St. Pauli. Das stimmt. Und Ihr Hobby ist die Jagd. Das stimmt nicht. Aber als Inspektor Janot jagten Sie Ganoven. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und seit Tadellöser und Wolf macht Ihnen Ihre Haut zu schaffen. Das stimmt nicht. Aber in der Haut des Bösewichts, da fühlen Sie sich wohl wohl. Wohl wohl. Das stimmt wohl. Guten Abend, Karl Liefen. Ja. Welch originelle Verkleidung. Ja. Was ist das für ein Ding? Also? Das kann ich Ihnen sagen. Ich bin ein waschechter Abenteurer. Ah ja. Ich bin ein Hochleistungswanderer. Ja, Sie sehen auch sehr verwegen aus. Ja, das hat auch seinen Grund. Ja. Die Zeiten, wo man die Lippe spitzt, ja, und ein verträumtes Liedchen pfeift und den Stab in der Hand hat, ja, ist vorbei. Ach so. Ja. Na gut, wir sind gespannt. Ich erkläre es Ihnen. Gut. Meine Damen und Herren, das Schmusekissen gibt es auch nicht mehr im Rucksack. Nein, die Zeiten haben sich geändert. Ich zeige Ihnen jetzt, was das Reisegepäck des Wanderers heutzutage zu bieten hat. Als erstes eine Alufolie beschichtete Überlebensdecke. Weltraum getestet. Als zweites, tief getrocknet, in Instantformat hergestellt, ein Überlebensfraß. Nicht unschmackhaft. Für verwöhnte Gaumen die obligate Erbsensuppe. Nur diese Büchse hat den ungeheuren Vorteil, dass sie in Sekunden auf Befehl sofort erhitzt ist und genießbar ist. Aber was ist für den Wanderer Essen und Trinken? Nichts. Worauf kommt es Ihnen an? Na, selbstverständlich auf das gute Aussehen. Und da haben wir in unseren neuen Industriezweigen handmobil getätigten, vorgefertigten Geräten interessante Erfindungen gemacht. Als erstes einmal die mobile Dusche, solar geheizt. Sie sehen, wunderbar warmes Wasser, ausgezeichnet, abzustellen. Nach dem Bad selbstverständlich etwas sehr Interessantes. Der erste Handtrockenrasierer mit Handstrom zu betätigen. Geht so. Wunderbar. Reiche Rasur. Und nun, meine Damen und Herren, der Clou. Der erste mobile Föhn. Warum wichtig? Gebadet, rasiert. Haare, Frisur, die sind bei mir nass. Also der mobile Föhn, der auf jede Steckdose verzichten kann. Geht so. In zwei Geschwindigkeiten. Vielen Dank. Ja, das wäre der erste Vorschlag für Sie schon zum Nachdenken. Also ein mobiler Föhn, so ohne Steckdose zu benutzen. Aber das ist natürlich alles nicht wahr, leider. Eine schöne Geschichte, aber leider nicht wahr. Denn dieses Gerät hat natürlich eine andere Funktion und deswegen diese schöne Kulisse hier. Wir machen uns das gemütlich. Sie kennen das.
wenn man... Der Konkurrent. Der Konkurrent. Ja. Wenn man in einem Kaminzimmer sitzt, Ruhe, alles fällt von einem ab und denkt über schöne Dinge nach oder lädt sich Leute zu einer Party ein. Aber dazu muss der Kamin natürlich erstmal brennen. Und deswegen wollte ich mal hier fragen, hat jemand zufällig von Ihnen Feuer dabei? Sie vielleicht da mit dem roten? Ja, gut. Seien Sie so nett, zünden das an, dass sich hier also wirklich wohlige Wärme verbreitet, aber machen Sie nichts kaputt hier, nur den Kamin, wenn es geht, ja? Danke. Ja, und dieser Moment, in dem man sich also entspannt. Vielen Dank. Vielen Dank. So, der Kamin brennt. Er lodert richtig schön, so wie man sich das vorstellt. Und das ist übrigens der Kamin, der gehört unserem Regisseur. Wir haben ihn abgebaut zu Hause. Er ist der Einzige aus unserem Team, der sich einen Kamin leisten kann. Denn dieses Gerät gehört wirklich zu den oberen 10.000. Hier oben ist die einzige Auszeichnung, die dieser junge Mann in seinem Leben bekommen hat. Leider ist uns dieses Tier runtergefallen. Wir können es vielleicht neu... Vielleicht fressendes Bambi oder so, ist ja egal. So. Aber darüber wollen wir nicht reden. Es geht hier um den Kaminbläser, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Jetzt entwickelt sich natürlich, wenn das Holz etwas nass ist, vielleicht Rauch irgendwo. Und das ist für die Partygäste nicht gut. Alle sagen so, vielleicht rufen dir aus dem Rettungswagen noch zu, hör mal, wenn du was zu räuchern hast, dann lad nächstes Mal einen anderen ein oder so. Also jetzt kommt der Kaminbläser und facht das Feuer an. Und praktisch ist die Rauchentwicklung dadurch auch vermieden. Und man kann seine Partygäste behalten und muss sich keine Sorgen als Gastgeber machen. Ja, das wäre mein Angebot, ein Kaminbläser. Ja, jetzt, das waren also zwei Angebote von uns. Jetzt ist es an Ihnen abzustimmen. Und jetzt möchte ich Ihnen also erstmal den Abstimmvorgang erklären. Sie haben neben sich an Ihrem Platz ein kleines Knöpfchen. Haben Sie das schon entdeckt? Da können Sie raufdrücken, aber bitte noch nicht jetzt. Lassen Sie mich das erst erklären. Also, wenn Sie der Meinung sind, dass die Variante von Karl Liefen stimmt, dann müssten Sie den Knopf drücken, wenn ich Sie dazu auffordere. Wenn Sie der Meinung sind, dass meine Variante stimmt, müssten Sie dann den Knopf drücken, wenn ich sage, es geht jetzt also um meine Variante, um meine Variation. Oder wenn Sie der Meinung sind, die dritte Möglichkeit abzustimmen ist, dass Sie sagen, also die haben uns beide angelogen, dann drücke ich mal jetzt. Das wäre die dritte Möglichkeit abzustimmen. So, wir stimmen jetzt ab. Wer der Meinung ist, dass die Interpretation von Karl Liefen stimmt, dass man sich damit seine Haarpracht föhnen kann, der müsste jetzt den Knopf drücken. Wer der Meinung ist, dass man ein Feuer damit anfachen kann, also ein Kaminbläser, dass dieses Ding ein Kaminbläser ist, der drückt bitte jetzt. Wer denkt, dass wir sie beide verklapst haben, der müsste jetzt drücken. Und jetzt stimmen wir ab und sind ganz gespannt, wie das also läuft. Wir haben hier unsere Abstimmanzeige. Ich habe schon gesehen, es hat alles gedrückt. Nein. Ich habe schon so viel drücken sehen heute. Lauter Drückeberger. So, jetzt kommt die Anzeige. Also, für A würde die Variante von Karl Liefen stehen, da ist ein bisschen müde, ne? Da unten drum. Ja, gut. Wir werden das also gleich ausgeworfen bekommen in Prozentzahlen, da oben. Jetzt muss fertig abgestimmt werden. So, 10% sind der Meinung, dass Karl Liefen recht hat. Im Bundestag wäre ich mit 10%. Ja. 35% sind der Meinung, wie ich, dass man damit ein Kaminfeuer anfachen kann. Sehr vernünftig. Und 55% glauben, dass wir sie beide verklapst haben. So, jetzt möchten Sie bestimmt wissen, wer recht hat. Und es ist ein Kaminbläser, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und damit gehen... Damit gehen 35% multipliziert mit 10 auf das Zuschauerkonto. Das heißt, es stehen auf dem Zuschauerkonto bis jetzt 350 Mark. Und nun werden Sie sich besorgt fragen, wer kann das jetzt gewinnen? Und das werde ich Ihnen gleich sagen. In diesem Moment oder auf diesen Moment haben sich viele Zuschauer gefreut, ganz speziell unsere männlichen Zuschauer, weil ich nämlich wieder meine Assistentin Charlotte vorstellen darf. Eine Dame, die wir alle sehr ins Herz geschlossen haben. Sie ist nicht sehr auffällig, sie redet nicht dazwischen. Sie hat eine schöne Figur, sie ist etwas rustikal und sie ist einfach lieb.
Gefällt Ihnen Charlotte? Ja, gefällt mir. Ja? Ja, ein bisschen hochleibig. Ja, ein bisschen hochleibig ist es ja. Aber vorne so schön. Ja, stromlinig. Vorne so schön Charlotte, ne? Ja, sehr nett. Ja, plus die Räder, sie müsste mal wieder ein bisschen Luft kriegen, ne? Mhm. Ja. Ja, also schauen Sie sich bitte diesen Gegenstand jetzt ganz genau an. Es ist nämlich jetzt an Ihnen rauszubekommen, was ist das für ein Ding? Wozu kann das gut sein? Weil wir sehr nett sind, machen wir Ihnen erstmal ein Angebot. Wir zeigen Ihnen einen kleinen Film, wo sich Leute dazu äußern. Guten Tag, darf ich Ihnen eine Frage stellen ganz kurz? Nein. Nein? Nein. Dann mache ich was anderes, stelle Ihnen keine Frage, ich zeige Ihnen einfach was. Fällt Ihnen dazu was ein? Nee. Das ist vielleicht auch eine Frage. Gar nicht. Gar nicht? Was meinen Sie, was das ist? Ich bin heute im Urlaub, mir fällt überhaupt nichts Nein. ein. Sie können mal raten, Sie sind immer so hübsch, so ein Ding, ne? Was meinen Sie, was das ist hier? Was kann man damit machen? Wollen Sie es mal nehmen? Was kann das sein? Oh mein Gott, was soll das sein? Oh mein Gott. Zahnbürste. Rasierer sauber machen, ne? Ein Ding zum Bart flehen. Zum Bart flehen? Wie soll das gehen? Ja, nur so. Ja? Ist das in Serie gegangen oder ist das ein Prototyp? Das ist in Serie. In Serie? Schon in Serie. Ja, da sieht nach von der Farbe her als Kinderspielzeug aus. Er scheint wenig zweckmäßig. Oh, ich weiß das. Sie wissen das. Es könnte eventuell sein für einen Kehrroller. Da habe ich nämlich auch sowas gekriegt. Aber für einen Und an der Seite das weg. Tja, sowas für Schallplattenreinigung oder sowas? Vielleicht ein Musikinstrument, ein ganz winziges. Und dürfen wir mal stören, ja? Danke. Was ist das denn? Tja, was kann das sein? Irgendwas zum Haarebürsten? Zum Haarebürsten? Nee, wahrscheinlich nicht. Massageroller irgendwie. Sieht aus wie für Katzen, um Katzen zu enthaaren. Damit können Sie hier im Rennstein der Dreck rauspummeln. Was ist das? Ja. Ich weiß nicht genau. Raten Sie mal. Was kann das sein? Für Geschirr. Für was? Für Geschirr? Geschirr. Also für die Küche ist es mir nicht hygienisch genug, sonst hätte ich gesagt, eine neue Art Nudeln zu machen. Ziehen Sie bitte. Durch. Schönen Dank. Alles klar. Eine neue Art Nudeln zu machen, ja. Jetzt, das waren unsere Angebote, aber ich muss Sie enttäuschen, also alle stimmen nicht. Sind alle falsch. Und jetzt möchte ich natürlich von Ihnen wissen, was ist das für ein Ding? Und da möchte ich also gleich unseren ersten Stimmsmitspieler ermitteln. Und dazu brauchen wir unseren Glücksfinger. Wo ist er? 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 Da ist er! Da ist er! Unser erster Stimmsmitspieler! Guten Abend! Verhalten Sie das! Ja. Wie heißen Sie? Heise. Heise. Und Vornamen haben Sie auch? Heinrich. Heinrich Heise. Mhm. Schöner Name, Heinrich Heise. Spricht sich gut. Altdeutsch. Aber das ist nicht, was ich Sie fragen will. Was ist das für ein Ding? Sie können alle helfen. Sie können ihm alle das zurufen. Wenn er jetzt eine richtige Antwort gibt, hat er die Möglichkeit, das Zuschauerkonto zu verdoppeln. Und Sie dürfen sogar vorsagen. Also, was ist das für ein Ding? Kammreiniger. Ein Kammreiniger. Mhm. Würden Sie jetzt bitte klatschen? Er hat nämlich recht. Ja. Das konnte ich mir denken. Konnten Sie sich denken? Ja. Mhm. Wie haben Sie sich das gedacht? Das ist ja wirklich toll. Aber ich habe jetzt ganz zufällig einen Kamm da und dann können wir es gleich mal vorführen, wie es geht. Darf ich mal? Ja. Oder wollen Sie selber mal? Nö. Nein, gut, mache ich mal. Also so muss man den Kamm hier reinstecken. Vorausgesetzt ist er schmutzig. Dann schiebt man ihn einfach so durch. Sitt, dann ist er sauber und dann ist das im Kamm rein, ja, was vorher im Kamm war. Und das kann man mit dem Kamm wieder rausbürsten. Ne? Soll ich ihn schenken? Also das nochmal ganz deutlich gesagt, Sie sind der erste Stimmsmitspieler, einer der drei Kandidaten, die dann das Geld, was da oben steht, gewinnen können sogar am Schluss der Sendung. Also sind wir mal ganz gespannt bis dahin. Jetzt begrüße ich unseren nächsten prominenten Gast und da kommen wieder meine Fragen. Sie haben soeben den englischen Kanal durchschwommen. Stimmt nicht. Warum nicht? Aber Sie sind eine sportliche Frau. Stimmt. Ihr Spezialgebiet ist das Schießen. Stimmt nicht. Aber Sie waren Mitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Stimmt. Und seitdem haben Sie vom Kabarett die Nase voll. Stimmt nicht. Und im nächsten Jahr hausen Sie als Hexe auf Burg Wutzenstein. Stimmt. Guten Abend, Veronika Faber. Na? Ja.
Gut, nicht? Toll, ja. Ich denke, Sie sind erst ab nächstes Jahr, naja, egal. Ja, ich auf bin Wurzeln aber, privat bin ich eine ganz begeisterte Skifahrerin. Skifahrerin. Nicht? Ja, liebe Zuschauer. Das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, wie Sie so Skifahren. Ja, elegante Schuhchen haben Sie da an. Aber 9 Monate lang muss ich zu Hause hocken, nicht? Und mir Tennis und Fußball und so einen Krampf anschauen. Und von Wintersport natürlich keine Spur. Aber das ist jetzt vollkommen anders geworden, seitdem ich nämlich dieses Gerät hier habe, nicht? Ich kann jetzt jeden Tag 2 Stunden trainieren, Slalom, Riesenslalom, Abfahrt und so weiter. Ich mache Ihnen das gleich mal vor, damit mir das nicht so langweilig wird hier im Wohnzimmer, habe ich natürlich meine Videobänder, ist ja viel spannender. Also, ab geht die Post. Moment. Ach ja, auf geht's. Ja, das A und O im Wintersport. Schließlich das Sommertraining. Ja. Das erhöhte Vorfreude auf die tiefen Abhänge und wie der Luis Trenker sagt. Ein elastisches Bein spricht viel schneller als ein. Spricht viel schlechter als ein steifes. Sie sehen, ich habe mir nichts gebrochen. Ja, das ist also wirklich bruchsicher, eine Anschaffung fürs Leben. Also Hals- und Beinbruch mit Ihrem Skitrainer. Ne? Das war Veronika. Und wir drehen Sie jetzt mal raus, aber nicht, nicht persönlich nehmen. Ne? Hat sich schon mal jemand abfahren lassen? So, jetzt lassen wir Sie mal abfahren. Ne? Bis später. Ja, meine Damen und Herren, das war ein netter Vortrag, fand ich, also mit dem Skiding da, aber ist natürlich falsch. Weil die Wahrheit liegt also ganz woanders, das Problem liegt auch ganz woanders. Das ist ein Büro, das kennen Sie wahrscheinlich, und das ist, glaube ich, sogar ein sehr schönes Büro. Und jetzt meine Frage, haben wir ja irgendwo eine Sekretärin? Gibt es jemand, der, ist jemand eine Sekretärin unter Ihnen? Würden Sie bitte mal kommen? Guten Abend. Toll. Tolle Sekretärin. Ah. Hier, komm. Ja? Nehmen Sie Platz. Am besten vielleicht auch auf dem Chefsessel heute mal. Ja, das ist ja? Nehmen Sie Platz. So. Und als Sekretärin, nehme ich an, sitzen Sie so den ganzen Tag da im Büro rum, ne? Ja, eigentlich schon. Das ist richtig. Und da bewegt man sich nicht sonderlich doll, denke ich. Also zumindest also den Körper, so, ich meine, ab hier. Nee, so. Der bleibt da nicht ruhig. So, und bleibt nicht klar, bleibt ganz ruhig, ja. Also nur so oben rum. Und da gibt es jetzt ein neues Gerät. Am besten, ich erkläre das mal. Ja. Und zwar ist das eine Venenschaukel. Die funktioniert also ganz einfach. Ich muss mal eben hier durch. Kann ich mal eben. Eine Venenschaukel. Und die. Wenn Sie bitte mal Ihre Füße hier hinstellen könnten. Schön. Herrlich. Und die Venenschaukel funktioniert also ganz einfach. Das ist ganz einfach erklärt. Also wenn man jetzt den ganzen Tag sitzt, dann produziert man viel verbrauchtes Blut. Verbrauchtes Blut ist schwerer als frisches Blut. Weil es schwerer ist, sackt es den ganzen Körper runter bis in die Waden. Und die werden dann hart und da ist das ganze alte Blut drin. Und die Venen haben jetzt die Aufgabe, dieses alte Blut wieder hochzupumpen zum Herzen und so. Und das ist also schwer für die Venen. Und da machen manche Venen schon mal schlapp. Und da gibt es jetzt also diese Venenschaukel. Und ich will Ihnen das mal demonstrieren. Also Sie sind nicht vorbereitet. Und Sie haben sich noch nicht bewegen. Ich möchte also Vorher-Nachher-Effekt erzielen. Und zwar horchen wir mal in so eine gewöhnliche Wade rein, die noch nicht trainiert ist, ja? Und jetzt bitte treten Sie einfach immer so hin und her treten, ja? Richtig, richtig doll, so, richtig doll hin und her treten, so. Weil die Waden müssen ja trainiert werden, so. So, immer schön hin und her. Und immer weiter treten, immer dranbleiben. Und jetzt horchen wir nochmal in die Wade rein, ne? Mal eben, so. Herrlich. Wunderbar. Geht doch. So. Prima, danke, reicht. Also, ich sage Ihnen noch einen Blick schnell. Ich sage Ihnen, wie es ist. Es ist eine Venenschaukel. Vielen Dank. Danke schön. Sehr lieb. Vielen Dank. Schönen Dank. So.
finden Sie den Rest alleine. Ja, ich muss da eben wieder rüber. Ja, wir stimmen jetzt ab, würde ich sagen. Ja, was ist das? Wer, meine verehrten Damen und Herren, der Meinung ist, dass dieses Ding ein Schiedtrainer ist, der müsste jetzt bitte seinen Knopf drücken. Wer annimmt, dass man damit Venen trainieren kann, also dass das eine Venenschaukel ist, der müsste bitte jetzt drücken. Wer meint, dass beides falsch ist, drückt bitte jetzt seinen Knopf. So, und jetzt gucken wir mal nach, wie das jetzt so aussieht. Ne? Also, Veronika ist jetzt ganz gespannt. Gespannt, ja. Veronika ist A, ich wäre B, C wäre gar nichts. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Also, wie viel Prozent sind das? 32% meinen, dass Veronikas Variante stimmt. 38% meinen, dass das eine Venenschaukel ist, also meine Version stimmt. Und 30% meinen, stimmt gar nichts. Und jetzt wollen wir die Wahrheit sagen. Es ist eine Venenschaukel. Und damit gehen 380 Mark aufs Zuschauerkonto. Wollen wir es mal probieren? Ja, natürlich. So, ne? Nein, so rum. Ja, so, jetzt immer hin und so, her. Natürlich, ja. So funktioniert. Karl, wollen Sie auch mal probieren? Ich meine, ja, ja, Ihre Venen sind hervorragend. Ich habe das vorhin gesehen. Ja, aber nur beim Treten fehlt. Ja, ja. Ja. Davor, schönes sehr Gefühl, ne? Angenehm. Ja, ist wirklich sinnvoll. Also ohne hohe Schuhe treten, ja. Ne? Sonst bringt das nichts. Sehr sinnvoll. Ja. Und wir sind schon wieder bei unserem nächsten Gegenstand. Charlotte ist so ein bescheidenes Wesen, dass man sie kaum spürt, wenn sie hier ins Studio kommt. Da ist sie schon wieder. Schauen Sie bitte diesen Gegenstand an, weil ich gleich von Ihnen wissen möchte, was das ist. Und jetzt zeigen wir natürlich wieder unseren Film. Guten Tag. Kann ich euch mal stören? Ja, klar. Ich hatte einen ziemlich weiten Weg jetzt hier, ja. Aber das macht ja nichts. Ich bin schon ziemlich blass. Nee, ich wollte nur mal fragen, könnt ihr euch unter so einem Ding was vorstellen? Was würdet ihr sagen, was das ist, was man damit machen kann? Muss man in die Hand nehmen? Sieht aus wie ein merkwürdiger Sender oder so. Ist das ein Fernsprecher, ein Telefonfernsprecher? Nein. Vorsicht, ich kann mal ein paar Mücken mit toben. Die Form, es gab mal so eine Idee, mit einer Zahnbürste in dieser Art zu arbeiten. Putzen geht doch nicht. Okay. Zähne putzen. Keine Bürste dran. Ich halte das Gerät für eher überflüssig. Ja, irgendwie so ein Ventilator, so ein bisschen so. Für den Grill. Zum Belüften, ja. Zum Belüften vom Grill, oder? Wenn man überfallen wird, zum Abwehren. Solche Spielzeug will ich nicht gerne haben. Nein. Macht alle Außerirdische. Ja. Ich will Hand zu Hand geben. Alles zusammenleben, miteinander leben. Ja, alle zusammenleben, ein gutes Schlusswort eigentlich, aber es stimmt natürlich wieder nichts davon, was all die Leute gesagt haben. Und wir suchen unseren nächsten Stimmt-Mitspieler und dazu bitte nochmal den Glücksfinger. Wo ist er? 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 Da ist er noch, da ist er noch, da ist er ja, da ist er ja, da ist er ja. Zweiter Stimmtmitspieler. Glückwunsch. Ja, was ist das für ein Ding? Sie können alle helfen. Was kann das sein? Sektknödel. Gar nicht so schlecht. Hoppa, okay, dann noch kaputt. Moment, Moment, gleich wieder schnell zusammenbasteln. So, was ist das? So geht's ganz genau. So, ne? So sieht das Ding aus. Was kann das sein? Das ist ein Handmixer. Ein Handmixer, das stimmt. Und Zuschauer kommen. Ja? Ja, stimmt. Gefällt er Ihnen? Ja. Können Sie ihn gleich behalten, ne? Das ist doch gut. Das ist doch prima. Ist doch toll. Ja, wie gesagt, zweiter Stimmtmitspieler. Wir sehen uns nachher nochmal am Schluss der Sendung. Ja, jetzt wollte ich ein bisschen mit Ihnen, mit euch reden über die Arbeit, weil ich mich freue, dass Sie beide da sind. Und es ist ja nicht Zufall, dass wir gerade Sie beide eingeladen haben, denn Sie machen jetzt was zusammen. Sie spielen zusammen in einem Stück, das im nächsten Jahr gezeigt wird. Nein, wir haben in Budapest gedreht, im letzten Jahr. Das ist schon abgedreht, ja? Das ist abgedreht und ist eine Fernsehserie. Ja. Damals auf Burg Wutzenstein, ja. Ist eine Slapstick-Comedy-Serie, ja, ja. Die im Mittelalter in etwas spielt. Ja. Sie sind ein Alchemist? Ich spiele einen Alchemist, er sucht Gold und findet Schießpulver. Ja. Er sucht nach Getränken und findet Gold. Ja, Sie haben aber nicht nur Gold gesucht, Sie haben Gold gefunden, Sie haben
eine sehr große Auszeichnung bekommen. Das ist richtig. Das ist das Bundesverdienstkreuz. Ich habe das Bundesverdienstkreuz am Bande des Bundes, also die höchste Auszeichnung, die der Bundespräsident verliehen hat, bekommen. Ich danke dafür. Ja. Also ich spiele dort eine hellsehende Hexe, die auch noch mannstoll ist, immer hinter den Männern her. Aber jetzt stellen Sie sich vor, ich krieg nie einen wie im Leben. Das ist ein Im Leben? Jetzt hat sie aber gelogen. Wie geht's denn dem Herrn Weinzierl? Oh, danke für die Reklame. Ich kenne mich da nicht so genau aus, aber ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Ne? Aber ich möchte jetzt gerne, weil ich ja eine Hellseherin da spiele, hier ein bisschen hellsehen und Ihnen versprechen, dass Sie das, was ich Ihnen jetzt zeige, nicht erraten. Moment, jetzt muss ich es nur finden. Ach, und die Kabel und alles. Also jetzt, Moment. Jetzt schauen Sie mal, nehmen Sie das mal in die Hand. Das ist ein Präsent dann für Ihre Frau, falls Sie eine haben, weil Sie nur auch nicht erlebt. Ja, Sie haben eine Frau, gut. Ja. Was ist das? Was das ist? Das ist ein Ding, womit man was abdecken kann. Ach, interessant. Wie schaut's aber aus? Aber meine Frau nicht. Um den Zuschauern, wie schaut's aus? Das schaut aus wie eine Maus. Richtig, ist auch eine Maus. Aber eine Maus, was macht so einem langen man? Schwanz. Man deckt nichts ab. Man kann ab, das vielleicht so nehmen. Man kann, ich weiß, was das ist. Was? Ich weiß es. Sagen Sie es. Man kann damit eine Kerze ausmachen. Nein. Nein. So oben so auslöschen, ne? Da die Zeit rennt, soll ich Ihnen verraten? Ja, bitte, unbedingt. Ja? Moment. Oh Gott, hier ist heiß. Jetzt ist mein Finger dick. Jetzt, Moment. Ein Ringhalter über Nacht. Man tut seine ganzen Ringe. Ist das nicht toll? Das ist toll. Hier, Kamera, eine Großaufnahme, bitteschön. Welche Kamera hat sie? Keine. Bitteschön, ohne Ring. Toll, nicht? Ja. Anschaffenswert. Ein Ringhalter. Prima. Man weiß endlich, wohin mit den Ringen. Vielen Dank. Also das nur nebenbei. Das ist wirklich hübsch. Ich habe also hell gesehen, Sie haben es nicht erraten. Sehen Sie, wie gut ich bin. Und in der Serie ist das auch immer so. Es geht immer haarscharf. Aber bei Hexen ist das so, dass Sie sich so mit Okkultem beschäftigen. Ne? Und mit Okkulten, und deswegen klappt das mit dem Fleischlichen nicht so, mit dem hiesigen. Also die Männer, das klappt eben nicht. Da versagt meine Hexerei. Jetzt möchte ich mal, weil wir gerade dabei sind, gleich ein Horoskop. Ich habe hier also ein Horoskop, das für die Fernsehzuschauer sehr wichtig ist. Horoskop für alle Zuschauer zu Hause. Heute ist Ihr Glückstag. Schalten Sie die Sendung Stimmt's ein. Bei Stimmt's können Sie was gewinnen. Die Stimmt's-Preisfrage. Also dieses Objekt hier besticht zunächst durch eine französisch-revolutionäre Guillotineske-Variante. Wir können das hier sehr gut erkennen. Außerdem besteht es ganz aus Plastik und darüber hinaus aus diesem Hohlkörper, der oben drauf liegt. Man kann auch hier noch schieben mit dem Ding. Also es ist ein Schieber dabei. Und ich würde sagen, wenn ich nicht genau wüsste, was es ist, würde ich sagen, es ist eine Dampfmaschine. Tja, es ist eine Dampfmaschine. Ist es natürlich nicht. Und wir wollen jetzt wissen, wir möchten bitte wissen von Ihnen, was das ist. Also, wer es weiß, wer meint, dass er es weiß, schreibt uns bitte an folgende Adresse. Der Einsendeschluss ist der 15. September 1989. Ja, jetzt möchte ich Ihnen den Gewinner der letzten Sendung vorstellen, der Preisfrage aus unserer letzten Sendung, nämlich das Ehepaar Frank und Ilona Feldhusen aus Pinneberg. Guten Abend! Frank, Ilona, Frank. So, also Sie sind Gewinner der letzten Preisaufgabe. Sie haben also die letzte Sendung gesehen. Hat sie Ihnen gefallen? Doch, hat gut gefallen. Sehr gut. Jetzt haben Sie also rausbekommen, was das für ein Ding ist. Ich zeige es nochmal eben hier hin. So, es ging also um diesen Gegenstand, um dieses Ding. Sie können es auch alle nochmal anschauen. Das war hier galt zu erraten. Kennen Sie das? Hätten Sie es gewusst? Nein, nicht. Und klären uns auf. Was kann man, halten Sie ruhig ein bisschen höher, dass die Kameras das... gut sehen können. Was ist das für ein Ding? Das ist ein Gebissreiniger. Aha. Und das hat meine Frau erraten. Ja. Er schiebt es also gleich auf seine Frau. Ja. Ich finde das toll. Wie sind Sie darauf gekommen? Haben Sie das, kann Sie ja mal fragen. Ja. Sie haben es ja auch erraten. Ja, ja, also es hat halt so die Form und so verraten, wenn wir so verraten. Und also hat Ihnen der Ottfried Fischer, konnte der Ihnen behilflich sein mit seiner Erklärung? Nein. Er sagte, dass das so ein obszönes Vibrieren hat oder so. Das konnte Ihnen nicht helfen. Mir nicht helfen. Ja. Es ist wirklich wahr, es ist ein Gebissreiniger. Einer von Ihnen beiden wäre der dritte Stimmtskandidat. Wie machen wir das jetzt? Zählen wir ab? Ene, Mene, Mopel oder ich was? Ich bin auserkoren worden. Sie sind auserkoren worden. Prima, da gibt es einen Applaus. Wir haben den dritten Stimmtskandidaten. Und für den Fall, dass Sie irgendwann mal so ein Ding brauchen, wir fahren den aus. Denken Sie an uns. Ja.
Jetzt geht's also weiter mit Veronika Faber. Ja, also liebe Zuschauer, das hier ist ein altes, ja, also ein sehr altes Gerät. Das hat man etwa vor 300 Jahren in fast allen norddeutschen Backstuben finden können. Aber eigentlich stammt es aus dem Wendland. Denn daher kommt das wendländische Rutzenklotzbrot. Ja, das ist eine Leckerei aus dem Mittelalter, die heute leider in Vergessenheit geraten ist. Ist wirklich sehr schade. Es schmeckt nämlich sehr gut. Wahrscheinlich aus zwei Gründen, ja. Ich nehme an, es ist ja ein sehr deftiges Gebäck. Wegen der schlanken Linie und zweitens, weil die Zubereitung unheimlich umständlich ist. Also die Grundlage dafür, das ist so ein Hefeteig. Und nun war natürlich die Hefe vor 200-300 Jahren lang nicht so zuverlässig wie unsere heutige Instanthefe. Und man hat manchmal einen ganzen Tag gewartet, bis so ein Teig aufging. Und dann hat man ihn genau im richtigen Moment verarbeiten müssen. Also um nicht den ganzen Tag zu vertrödeln, gab es eben dann dieses Gerät. Ja? Man hat einen Teigklumpen, hoffentlich kann ich das jetzt, ich bin ja nicht aus dem Mittelalter, sondern 1989, da drunter gestellt. Ja? Und in dem Moment, wo also dieser Teig aufging, löste sich der Mechanismus und dann hat sich dieser Rutzenklotz ganz langsam, ich versuche das jetzt mal nachzumachen, da hinein gesenkt und gearbeitet und hat dann diese Mulde geschaffen, in die dann der Bäcker Korinthen, Mandeln und Honig und so weiter hineinfüllen konnte. Nicht? Und so sieht also das fertige Rutzenklotzbrot aus. Ja, also sehr, sehr lecker und ist eben leider in Vergessenheit geraten. Muss schon sagen, aber wer macht sich ja heute schon noch die Mühe? Also vielleicht wollt ihr das mal probieren. Ich möchte es nämlich schon mal probieren. Also, Sie kriegen nachher auch noch was von mir. Versprechen Ihnen. Ja, hier, ich gebe euch auch noch mal. Also, es schmeckt wirklich gut. Dankeschön. Ja. Aber wir essen jetzt nicht alles auf. Also, ja, es bleibt was übrig für Sie. Ich bin eigentlich kein Requisitenfresser. Ganz abgesehen davon stelle ich diese Behauptung mit dem Kuchenbackgerät in Frage. Bleibt schön lange im Mund. Mhm. Das glaube ich. Soll auch bleiben. Kaffee? Meine Damen und Herren, ich muss etwas ausholen. Ich glaube nicht an dieses Kuchbackgerät. Die ganze Nation und Europa spricht neuerdings von der 200-jährigen französischen Revolution. Da scheint mir der Weg dieses Geräts zu sein. 200 Jahre Revolution, fällt einem doch sofort ein, das Fallbeil. Dieses schwere, scharfe, schnelle, hohe Messer, das heruntersaust und vielen Zeitgenossen den Kopf gekostet hat. Ich glaube, da kommt auch der alte Schlager her. Ganz Paris träumt von der Guillotine und bald sind die Köpfe ab. Für uns wird interessant sein, woher kommt der Begriff Guillotine? Einfach erklärt, der Erfinder dieses Geräts hieß Monsieur Guillotine. Monsieur Guillotine hat doch nicht irgendeinen Beruf gehabt, nein. Monsieur Guillotine war Arzt. Er hatte einen Forschertrieb in sich und voller Akribie hat er nichts weiter getan, Tag und Nacht darüber nachgesonnen, wie kann ich Geräte erfinden, um lebende Wesen, große oder kleine, ins Jenseits elegant zu befördern. Deshalb glaube ich, ist die Guillotine ein so entscheidendes Instrument gewesen, das ich Ihnen aber jetzt nicht demonstrieren kann. Zu groß, dieses Ding. Aber es gibt eine kleine, eine Mäuseguillotine. Hier steht sie. Und nun werde ich Ihnen versuchen, das zu demonstrieren. Erstmal den alten Teig heraus mit dem Teller. So. Die Guillotine ist scharf bereit. Wir brauchen dazu drei Requisiten. Eine kleine Quietschmaus, die hier in der Bäckerstube umhereilt. Ein Stück Kirschkuchen. So. Und nun, meine Damen und Herren, ist der Vorgang einfach. Unsere kleine Quietschmaus eilt durch die Bäckerstube. Sie stutzt spitz die Ohren, hat Duft in der Nase. Das Wasser läuft ihr im Mäusefällchen zusammen, im Mäulchen. Sie nähert sich der Geruchsquelle. Langsam. Als würde sie ahnen, da ist sie. Und nun kommt der besondere Moment. Sie entdeckt die Richtung, schnappt zu und patsch, patsch, patsch. So. Damit ist die Maus platt. Den Kuchen können wir auch vergessen.
Ich sehe ein, dass einige Gesichter entsetzt hierher sehen. Ich bin kein Killer. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass ich verstehe Ihre Gedankengänge, denn Sie haben sich natürlich gesagt, die Maus hat ja überhaupt keine Chance gehabt. Und ich bitte jetzt auch die Zuschauer draußen an den Fernsehgeräten, nicht beim Sender anzurufen, denn 1956 gab es eine Tierschutzkonferenz auf Helgoland und da wurde diese Mäuseguillotine auf die rote Liste gesetzt und ist seitdem verboten. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, damit ist Ihnen gedient und natürlich auch mir. Aber ich lege Wert darauf, dass ich behaupte, dieses ist eine originale Mäuseguillotine, sprich Falle. Ich danke Ihnen. Es ist zum Mäusemelken. So, jetzt müssen wir abstimmen. Jetzt bitte ich Sie darum, wieder zu entscheiden, welche Variante stimmt. Ja, hat Veronika Faber recht, der Meinung ist, dass die Variante stimmt, der müsste jetzt sein Knöpfchen drücken. Wer meint, dass Karl Liefen damit tote Mäuse melkt oder Mäuse tot macht, der müsste jetzt seinen Knopf drücken. Wer denkt, dass beides nicht stimmt, der müsste jetzt drücken. So, wir sind alle sehr gespannt, ja, wie diese Wertung, ja, jetzt ausfallen wird, weil das war bestimmt... Jetzt wird's spannend. So, also, Veronika liegt vorne, Karl liegt irgendwo so da unten rum. Mit seiner toten Maus irgendwo unten rum. Das klettert so, wir hoch. Bekommen gleich die Prozente, wenn das also abgestimmt ist. 37% meinen, dass Veronika Faber recht hat, dass man damit einen Rutzenklotzkuchen backen kann. Mhm. 8% meinen, dass man da mit diesem Ding Mäuse tot kriegt, die in irgendwelchen Bäckerstuben rumkriechen. Und 55% denken, dass wir sie angelogen haben. Ja, jetzt interessiert sie bestimmt die Wahrheit. Es ist eine Mausefalle. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Und damit... Und damit gehen 80 Mark auf das Zuschauerkonto, 80 Mark, die noch zu gewinnen sind. Es ist eine Mausefalle und das will ich kurz erwähnen, die funktioniert also ganz einfach, es ist eine ältere Mausefalle. Da muss wirklich die Maus auf ein Brettchen treten und dann saust von oben, nicht so, aber so ganz normal, dieser Hammer runter. Und wenn das eine sehr kleine Maus ist, hat die vielleicht eine Gehirnerschütterung und geht dann nie wieder ran oder sowas. Weiß ich nicht. Diesen Gegenstand, der ist uns zugesandt worden und deswegen möchten wir uns dafür bedanken, weil er wirklich sehr witzig ist. Und zwar von Herrn Karl Fromm aus Markt Oberdorf im Allgäu. Er ist Sammler, er sammelt Mausefallen. Und er ist der erste Requisiteur auf Lebenszeit, den wir also von Radio Bremen jetzt ernennen in diesem Moment. Er bekommt die goldene Stimmnadel von uns überreicht. Herzlichen Glückwunsch und Applaus hier aus dem Studio. Jetzt wird es richtig spannend hier oben. Da sind also die drei Stimmtz-Mitspieler und es stehen 2240 Mark zu Buche, die jetzt zu gewinnen sind, aber dummerweise eben nur von einem. Und jetzt wollen wir erstmal einen raussuchen. Das machen wir also so, dass ich Behauptungen aufstelle und Sie sagen mir einfach, ob es stimmt oder nicht stimmt. Einverstanden? Ja. Gut. Fangen wir mal einer an hier. In Japan wird eine Suppe serviert, die besteht hauptsächlich aus dem Urinungift der Schlangen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Nicht. Stimmt nicht? Stimmt nicht. Stimmt nicht? Stimmt nicht. Ja, ist natürlich ein bisschen traurig. Wollen wir Ihnen noch eine Chance geben? Also es stimmt nämlich, es gibt so eine Suppe und die kocht ein gewisser Kyotse Yamazaki in Dingsbums, kann kein Mensch lesen. Und der Mann hat Telefon, wenn Sie reservieren wollen. Die Nummer gibt es bei der Auslandsauskunft. Aber ich werde Ihnen noch eine Frage stellen, eine Chance noch geben, dass wir nicht gleich alle rausschmeißen. Deodorant wurde im Jahre 1918 in Köln erfunden. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja. Stimmt? Stimmt. Stimmt? Stimmt nicht. Stimmt nicht. So. Es stimmt nicht und damit haben Sie recht. Ich sage Ihnen nochmal die richtige Antwort. Denn es gab schon, bei den alten Sumerern gab es Deos und zwar ist das mittlerweile schon 5000 Jahre her. Also so lange gibt es schon Deos. Die haben also damals schon Schwierigkeiten gehabt, so ein bisschen hier, ne? Und so hatten die schon. Ja, dann möchte ich mich bei den beiden anderen Herren bedanken. Mhm. Dass Sie mitgespielt haben. Wir haben hier natürlich an
einen kleinen Trostpreis. Darf ich das mal in die Kamera zeigen? Das ist eine Stimmtskassette, auf der Sie sich also selber anschauen können, wie Sie sich hier in der Sendung wacker geschlagen haben. Und das ist also auch vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Auch an Sie die Kassette. Gibt es noch mal ein Applauschen und dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Kommen Sie näher. Kommen Sie sich hin. So. Jetzt geht es also um die Wurst. Jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt kommen wir in die Endrunde. 2240 Mark. Haben Sie es noch im Blick? Ja. Doch. Ganz gut, ja. Aber die kriegen Sie natürlich nicht einfach so. Sondern wir schauen uns jetzt erstmal einen kleinen Film an. Haben Sie was von Elektroakupunktur schon mal gehört? Nee. Nee? Nee. Das ist was ganz Neues und das hält man sich so gegen die Haut, gegen so überbeanspruchte Körperstellen. Dann haben wir nicht. Wir sind Beamte, bei uns wird nicht überbeansprucht. Nein. Du musst mal innen probieren. Innen, an der Handfläche innen. Ich schmeiß das Ding weg. Ja, ja. Eingeschaltet ist es. Eingeschaltet ist. Ruhig mal so raufdrücken. Das ist gar nichts. Ich will einfach nur testen, ob Sie den Mut haben, das zu machen. Das ist der Gag daran. Also ich selber hab's nicht. Würden Sie das tun? Nee. Nee? Nee. Haben Sie Angst davor, oder? Mhm. Wollen Sie es mal probieren? Nee, echt nicht. Mach ich nicht. Ich bin nicht für elektrische Sachen da. Sind nicht zu haben dafür, ne? Nein, elektrische Hitze kann ich nicht ab. So, und jetzt muss ich wo? Das ist alles gut, jetzt irgendwo anlegen. So, ja? Und jetzt? Ja. Und? Wenn Sie da Angst vor haben, tut das bestimmt weh, ne? Wenn Sie nicht den Mut haben, warum sollte ich ihn denn haben? Dieses Gerät funktioniert so, dass man sich das gegen die Haut irgendwie halten muss und dann hat das so einen Akupunktureffekt. Ja, und dann? Ja, und dann? Das ist jetzt die große Frage. Ich möchte von Ihnen einfach nur wissen, wie geht's weiter? Tut er es oder tut er es nicht? Sie haben etwas Bedenkzeit. Sie können ihm auch einen Rat geben, wenn Sie möchten. Ja, Sie haben Bedenkzeit und geben Sie einen Rat. Tut er es oder tut er es nicht? Wie geht der Film weiter? Sie können ihn kurz beraten. Er tut's nicht, sagen einige. Ja, so ist das, wenn man so die Meinung befragt. Man steht wieder vor demselben Problem. Ja. Also, wie entscheiden Sie sich? Ja, ich hab Vertrauen zum Zoll. Ich würde sagen, er tut's. Er tut's, würden Sie sagen. Gut, dann schauen wir uns den Film jetzt zu Ende an. Dieses Gerät funktioniert so, dass man sich das gegen die Haut irgendwie halten muss und dann hat das so einen Akupunktureffekt. Ja, und dann? Und jetzt geht es darum, dass ich selber traue mich das nicht. Das wollte ich Sie fragen, ob Sie das machen würden. Ich habe Angst. Dienst? Ehrlich? Ich habe Angst. Furchtbare Angst. Ja. Und Ihr Kollege, meinen Sie, der macht das? Der hat auch Angst. Das ist wirklich schade, tut mir leid. Aber Sie haben sich wacker geschlagen bis jetzt und damit ist also die Sendung beendet. Ich hoffe, dass Sie das nicht als einen makaberen Gag empfinden, aber das wäre Ihr Scheck gewesen. Kann ich Ihnen eine Suche nehmen? Sie können sich den... Nehmen Sie Platz hier, dass wir so richtig schön Tschüss sagen können von hier aus. Das war's mit Stimmt's. Sie waren ein tolles Publikum, es hat viel Spaß gemacht. Leider konnte er nichts gewinnen. Vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Alles Gute. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ich muss mein Versprechen einlösen, ne? Wollen wir einmal auf? Ja. Vielen Dank, Veronika Faber. Vielen Dank, Karl Liesen. Danke. Vielen Dank unserem Hauptgewinner. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Am 15. Oktober um 21 Uhr in der ARD. Machen Sie es gut. Ja. Nix. Nix. Wieder nix. So wie ich feststellen tue, ist das ein blödes Ding.